Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen. Diejenigen, die gestern in meinem Stream waren, die wissen ganz genau, dass ich gestern 3 Lucky Blöcke bekommen habe. Einen sollte ich direkt im Stream öffnen und das hat mich ins Gefängnis geworfen, sodass ich im Stream erstmal 50 Blöcke abbauen musste. Was nicht so ganz leicht war, wenn knapp 50 Leute außen rum stehen und einen versuchen daran zu hindern, aus dem Gefängnis rauszukommen. Aber ich habe mir gedacht, für euch riskiere ich es und für euch haue ich nochmal einen Lucky Block auf. Und ich hoffe, ich bereue es nicht wie gestern. Also, wir werden sehen, was passiert. Ich öffne einen Lucky Block auf meinem Plot direkt hier vorne. Ihr seht es, mein Plot. Ja, so, hier wie gestern, genau auf den Punkt. Und ich halte schwer die Luft an, was passiert. Und let's fetz. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was kommt, was kommt, was kommt, was kommt, was kommt? Was kommt? Oh nein, ich baue Bonze-Raketen. Aber da kommt ja, glaube ich, nur eine von. Ein Beacon hat's irgendwie. Ein Beacon hat's irgendwie. Eigentlich gehört da noch einer hin. Ja gut, hätte schlimmer kommen können. Das praktisch ist. Ich kann jetzt einfach die Beacons abbauen und ich habe wieder ein Drachenei da stehen, wo vorher schon eins stand und wo eigentlich auch eins hingehört. Zack, zack, zack und. Ja, optimal. Das ist doch optimal gelaufen hier. Zack. Okay, die Karte muss ich wieder aufhängen. Und flupp. Okay. Ja, das war der Lucky Block. Und wisst ihr was, weil ihr es seid. Wollen wir noch einen aufmachen? Wollen wir noch? Einen habe ich noch. Einen habe ich noch. Das war ein guter. Die Frage ist, ob das hier auch ein guter ist. Risiko oder nicht Risiko? Wo ist denn meine? Da ist sie. Drachenei-Schneider. Klick. Okay. Okay, wir machen den Test. Wir machen den Test. Wir gehen volles Risiko. Dann haben wir drei Lucky Blöcke geöffnet. Einer war schlecht, hat mich 50 Blöcke ins Gefängnis geworfen. Einer hat mir gerade eine Bonzrakete gegeben. Schauen wir einfach, was der hier macht. Wollen wir das wirklich tun? Wir tun es, oder? Bam. Okay, was kommt? Was kommt? Was kommt? Was kommt? Was kommt? Was kommt? Oh, komm schon. Was passiert, wenn du ein Schwein tötest? Schweine töten! Schweine töten! Wir müssen Schweine töten! Ich weiß nicht, wie viel Zeit man hat, aber ich möchte sie alle erwischen. Du kommst auch noch mit. 23 minus 4, die wir schon hatten. 19, 19. Das heißt, ich habe ein Schwein nicht erwischt. Da liegt noch ein Beacon. 20 Beacons. Ja, nice. Das hätte schlimmer kommen können. Hätte tatsächlich schlimmer kommen können. Das heißt, ich habe gestern einfach den falschen Lucky Block gewählt. Und von daher, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich gehe an eine Reihe von Videos zum Thema Lass dich nicht scammen. Ja, das heißt, ich werde demnächst eine kleine Videoreihe machen mit Anti-Scam-Videos, weil ich einfach immer wieder höre, wie Leute gescammt werden und es gibt einfach so viele Dinge, die man tun kann, um genau das zu vermeiden und es ist kein Aufwand, es ist nur ein klitzekleines bisschen Umstellen in dem, was man tut. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann abonniert doch den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke und dann seid ihr mit dabei, wenn die Reihe losgeht. Bis dann, euer Rusch, haut rein, ciao!